Jo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Factorio Let's Plays. Und wie angekündigt, wir müssen dieses Feld da wegmachen. Da pushen wir uns jetzt mal ran und schauen mal, wie wir das hinkriegen. Das wird heute also eine, ja, genau, Kampffolge. So, ein bisschen Action wieder nach diesem Zuggedöns. Jetzt müssen wir uns langsam hier ranpirschen. Ich sehe da auch Würmer, aber ich hoffe, dass. Das kriegen wir gebacken. So. Machen wir hier eine Zweierreihe mal antürmen, dass wir uns hier wirklich. Okay, der kriegt das gut weg. Ich baue aber trotzdem noch einen dritten hin. Und lock erstmal eine Masse an. Und dann schauen wir mal. Sieht eigentlich recht praktisch aus. So, Reparaturkits, 5 Stück, na geilo. An alles gedacht, ja, klar. Das noch, so vielleicht doch immer zwei, damit die nicht ganz rankommen. So. Wegen den Würmern gucken wir, dass wir von der Seite hier drüben vielleicht rankommen. Die nehmen wir nochmal weg hier und pirschen uns noch ein Stück weiter ran. Das ist noch ein großer Wurm, ey. Müssen wir so wegkriegen. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Gut, okay. Was ist hier kaputt gegangen? Einen geschützten haben sie mir zerschossen. Ja, okay. Haben wir ja erstmal eine gute Basis hier hinten, ne? Natürlich jetzt hier einen Bellschuss. Reparier dich, komm, Junge. Hören Sie den Herzklopfen? Ja, wir hören es. Dann kommt es noch. Meine Fresse, 6 Leben, das gibt's doch gar nicht. Schon 50 verballert. Auf zur nächsten Schlacht.
vor. Das ist ein kleiner Wurm, den müssen wir so wegkriegen. Gut. Jetzt sind es nur noch die. Holla, die Waldfee, das ging jetzt aber hier doch ordentlich zu Rande, aber wir haben es gepackt. Wir haben das Feld bereinigt. Innerhalb von 6 Minuten. Doch schneller gedacht als gedacht, getan als gedacht. Und da oben beim Ölfeld müssen wir auch ran an das Feld. Ist das überhaupt da? Jo, ich konzentriere mich halt jetzt gerade voll auf den Kampf hier. Deswegen bin ich teilweise ein bisschen ruhiger. Die können wir so per Hand wegdonnern. Ich kriege ja Schützenhilfe von meinem Geschützturm. Dann können wir das auch per Hand wegmachen. So. Ja, das läuft. So, weg damit. Jetzt laufen wir erstmal wieder runter, um zu schauen, wie das jetzt dort unten alles so schön läuft. Und gegebenenfalls fahren wir dann zurück und kümmern uns um den Strom. Aber schöne Kampfesfolge. Klingt, geht sogar besser als gedacht, hier die Nester auszuräuchern, muss ich echt sagen. Bin ich echt ein bisschen erstaunt, wie ihr es auch schon das, die ersten beiden leer gelaufen. Hallo! Zack, zack. So, wo klappert das dort unten ran? An den Einer. Ansonsten eigentlich gar nicht so. Ja, selbst wenn von denen ein paar gerannt kommen, das ist erstmal wirklich uninteressant. Wie sieht die Ausladung hier aus? Ist eh relativ voll, da kann man auch hierher schicken. Ich möchte zurückfahren und mich jetzt um den Strom kümmern. Doch relativ wichtig. Weil der wackelt im gelben Bereich, das gefällt mir überhaupt nicht. So. Deswegen, weiter geht's, komm. Kleine Kampfesfolge heute gewesen. Mit dem Effekt, dass wir hier noch uns um den Stromkampf kümmern. So.
Wir schnappen uns hier mal ein paar Eisenplatten. Können hiervon nochmal 5 machen. Brauchen ja auch noch Rohre und sowas alles. Also wie gesagt, da wird noch ein bisschen drauf gehen. Aber ja, das kann auch weg, auch leer gelaufen. So, das heißt, wir basteln uns das hier hin. Einmal diesen. So. Und den erstmal. Kriegen wir das so hin? Nee. Machen wir auch den noch weg. Passt. So, der kriegt erstmal Strom. Das ist erstmal auch so weit so okay. Jetzt müssen wir uns um die Wasserversorgung kümmern. Deutlich haben wir noch. Sehr gut. Und Rohre an sich, die fehlen noch. So, 5 von denen. Rohre an sich. Und wir haben hier gleich hoffentlich genug Strom. Ja. Das sieht wieder gut aus. Hui. Da sind wir aber sehr gut gelaufen. Hier unten sind auch einige Teile leer gelaufen, aber noch relativ viele da machen. Und wir zittern uns auch hier ran. Also, und das hier für 2300. Hier wird auch so einiges Schönes aufgedeckt hier unten. Vor allem, dass hier ein See ist. Ich träume schon wieder von der Grenze, die hier so lang führt, wo der Mauszeiger jetzt liegt. Das Öl noch inbegriffen hier. So viele schöne Rohstoffquellen hier unten. Aber weißt du, was das hier für ein Kampf wird, diese Felder wegzumachen? 200. Das Kupferfeld hier oben. Och, sieht doch noch einwandfrei aus. Ja. Ne? Können wir uns ja jetzt hier fast schon um die Ölindustrie weiter kümmern. Könnten wir tun. Stahl haben wir auch noch, da können wir uns aber trotzdem noch was schnappen. Aber da wird dann halt wieder die Umweltverschmutzung größer. Das heißt, die Felder müssen wieder weg hier. Es ist jetzt nicht mehr ganz so Risiko, aber ich habe hier natürlich noch keine Verteidigung aufgebaut. Wenn ich das Öl weiter nach oben ziehe, geht hier die Umweltverschmutzung richtig los. Das heißt, die zwei Felder müssen sowieso weg. Und die wahrscheinlich dann auch. Das ist so eine Überlegung jetzt. Hier ziehen wir auf jeden Fall mal das weiter und schießen das so. Damit die Industriekohle hier schon mal richtig läuft.
kümmern wir uns halt jetzt mal um die. Was denn? Ja, gut, wir könnten ja jetzt. Wir könnten theoretisch die Eisenplattenproduktion, weil die ja wirklich hier jetzt weggefressen wird, en masse, noch erweitern. Einmal hätten wir ja noch Platz. Was wiederum aber auch die Umweltverschmutzung erhöht. Und dann kommen die auf jeden Fall hier unten an. Es ist doch eine Krux. So, den nehmen wir weg. Der hat noch genau 10. Super. Lenfel haben wir nicht. Lenfel schon tatsächlich. Ja, haben wir schon eine Produktion dafür? Dann machen wir die doch jetzt. Dann machen wir jetzt eine Lenfel-Produktion. Eigentlich ganz gut rein. Zugstrecke Steine haben wir auch. Das heißt, wir knapsen uns. Hier das ab. Ich brauche doch nur Stein, ja. So. Lenfel. Zack. Zack. Ja. Die Batterien brauche ich auch. Also Kampfkraft, glaube ich, ist soweit ganz okay, sogar jetzt schon. Auto zum Fahren brauche ich jetzt so noch gar nicht mal. Hier 1000, das sind sehr viel. Ich brauche jetzt mal die Batterien, um auch auf Lasertürme dann oder Akkus gehen zu können. Das sind natürlich 500. Batterien sind essentiell für die Ölverarbeitung, die wir dann mal die nächste oder übernächste Folge bearbeiten. Also mal gucken. So. Irgendwas scheint. Ja. Sich. Nicht mehr so viel Strom verbrauchen zu sein. Was auch immer. Ah, okay, der stoppt hier, weil er nicht leer wird. Das heißt, hier hinten, die verbrauchen keinen Strom mehr, wenn hier alles vollgelaufen ist. Haha, das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist optimaler Fall. Und schon haben wir hier die halbe Energie als Puffer. Gefällt mir. Gefällt mir. Frage, ob wir hier das ganze Kohlefeld jetzt anschließen. Ist ja eh die Frage, wenn die Kohle mal ausläuft, wenn wir die Kohle auch bringen. Egal. Das ist so ein Thema
für spätere Generationen, würde man im echten Leben sagen. Aber hier ist es ja so, es gibt nur mich, es gibt keine späteren. Und von daher gesehen, auch das passt so einwandfrei. Dann lasse die Kohle runterfließen. So. Einmal komplett rum. So. Das heißt, dadurch, dass hier hinten immer die Kohle zuerst weggeschnappt wird, kann ich die Alarmisierung drüben hinbauen und sagen, gesamtes Erzfeld. Wenn Kohle unter 10.000 ich hoffe, dass dieser Fall natürlich noch länger nicht eintritt. Aber wer weiß das schon, wann was eintritt? Die Grünen. Da können wir schon mal Vorbereitungen machen für die nächste Folge hier. Boah, denn Eisenplatten. Ich glaube, die müssen sich echt noch verbessern. Aber dort die roten Fließbänder einzusetzen. So. Das sollte erstmal genügen. Davon 200. Ist auch vollkommen okay. Rote haben wir auch noch genug. Immer diese Eisenplatten. Wo ist unsere Ramschkiste? Die wird halt massiv weggefressen. Bisschen Granaten-Action. Und nächste Folge können wir uns dann daran machen, hier noch einen Eisenplatten-Cluster-Schmelzer aufzubauen. Dafür bräuchten wir noch drei. Warte mal, wie viel sind das hier? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles nicht davon. Da brauchen wir 20 davon. Zeig einmal das. Zähne so schon mal. Zähne so schon mal. Und davon Zähne. Das sind Eisenkisten. Zähne. Auch gleich Stahlkisten, oder? Meine Güte, ey.
Wir haben es doch jetzt. So. Hier könnte ich auf jeden Fall jetzt schon Beschleunigten hinsetzen. Und dann das Ganze hier drüben genauso aufbauen. Einfach 1 zu 1 fortführen. Von daher gesehen, steht der Plan für die nächste Folge. Wir sind hier mit dem Eisen ganz zufrieden, hatten ja hier eine schöne Kampffolge, den Bereich hier frei zu machen. Haben hier noch ordentlich Kupfer drumherum, aber das Kupferfeld hält sich ja hier top. Aber 400, 600, also 1 Million Kupfer hier, Minimum schon mal. Sind natürlich ganz andere Größenfelder hier. Aber egal. Hier unten. Oh, Eisen, Eisen, Eisen. Aber das heißt, wir kommen aus den Kampffolgen nicht raus. Wir werden wohl die nächsten Folgen ja, neben den Eisenteilen, die wir da aufbauen. Wahrscheinlich, nee, hier passt das eigentlich mit dem Eisen gerade so alles noch. Hier ist das Problem. Ja, es erforscht ja, aber es wird halt dann langsamer. Werden wir wohl erstmal eine tierische Kampffolge machen. Dieses doch relativ große Nest hier wegzureißen. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. So, hier können wir auf jeden Fall unsere Steine noch loswerden. Also eine Masse gesammelt haben. So. Jetzt haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Platz für Munition. Ja gut, die Steine, die machen sich schon hier, das ist nicht das Problem. Der hat ja hier nur Landfill zu machen. Aber wir haben auch bloß noch einen. Ach, das lassen wir jetzt so. Folge ist eh vorbei. Wir positionieren uns für die nächste Folge gleich mal hier unten hin, um dann gleich runterlaufen zu können und Kampf den Aliens, Kampf den Ureinwohnern hier. Mal weghacken hier. So, weil wir müssen eigentlich schnurstracks runter. Hier rum. Das Feld. Und dann mal gucken, wie viel Munition wir noch haben. Apropos Munition, aber ja, da war noch was. Die holen wir uns noch. Eine Minute haben wir noch. Das kriegen wir hin. So, und dann wird es nächstes Mal richtig, richtig Action geben. Da kann man sich schon drauf freuen. Warum lösche ich die aus? Ja, ganz einfach. Wenn ich meine Ölindustrie richtig aufbaue, wird das auf jeden Fall getriggert. Das hier wahrscheinlich auch noch. Also müssen wir die eh noch wegmachen, bevor wir da richtig rangehen können. Ich freue mich so, dass dieser Kampf so gut funktioniert hat und das Erz so gut läuft, jetzt das Roherz. Das freut mich ungemein. So, und vor allen Dingen sichern wir uns dann hier so riesen Kupfer- und Erzvorkommen. Sehr schön, schneller als gedacht. Und dann wird hier eine Mauer aufgebaut, die ihresgleichen sucht. Hier wahrscheinlich dann erstmal ein Radar, genauso wie hier drüben. Wahrscheinlich müssen wir die auch nochmal wegrotzen hier einzeln und hier auch nochmal ein Radar einbauen. Und dann mal gucken, was hier noch weiter kommt. Vielleicht können wir auch hier eine Mauer noch hochziehen. Das sind so die Pläne, die ich habe. Und in dem Sinne würde ich sagen, es hat mich gefreut. Ich hoffe, euch gefällt es auch, dass jetzt ein bisschen Action hier mit Kampf auch reinkommt. Und ja, bleibt mir gewogen und seid hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es wieder heißt, eine neue Folge. In dem Sinne,
Bis denn dann, euer Aprisos.